Hallo, seid auf dem Kanal Mr. German und heute spielen wir FIFA 20 auf der PS4 Slime. Ich habe mich immer verwechselt mit der Pro, aber ist jetzt egal. Wir fangen mal an. Wir machen zwei Runden, wir vergessen heute nicht die Zeit wie beim letzten Mal. Wir werden nicht auf meinem Account kämpfen, sondern wir werden einfach so mit Mannschaften aussuchen. Also halt, ich gehe nach Hause einmal. Ich möchte einfach nur so spielen. Ganz klar wieder Manchester City. Ja, Premium League. West gegen wen denn? Barcelona, oh, das wird schwer. Wo ist denn Barcelona? In Spanien. Oder so eher ein ausgeglichenes Spiel. 81. Ja, okay, meine Manchester City ist überall besser. Ja, okay, gegen was? Heim, auswärts. So. Wir vergessen nicht. Voreinstellungen. 6 Minuten. 5 Minuten. Die muss ich. Dann machen wir mal. Wir wechseln Leroy. Der macht's gut immer bei mir. Also niemand meckert jetzt rum, dass ich Silver gegen Leroy einwechsle. Ja, Leroy ist eins schlechter, aber trotzdem. Weil gegen wen? Ja. Wenn es eure Lieblingsspieler sind und ich sie nicht mitnehme. Entschuldigt, aber so werde ich spielen. Ja. Jetzt könnt ihr anfangen. Oh! Ach, ich bin Torwart. Das habe ich jetzt kapiert. Mann, Torwart ist niemand gut. Gib zu, nie. Junge, die sind hier. Ja, gut. Null Punkte. Ich hätte aber. Egal. Wir fangen einfach an. Endspiel in der UEFA Champions Ja, League. machen Die einen wir werden sich heute den Vorwurf Finale. füllen, die anderen stehen am Ende mit leeren Händen da. Was für eine Atmosphäre, was für eine Spannung. Mein Name ist Wolf Fuß und Oh, neben mir der geschätzte Kollege das Frank wird schwer Buschmann heute. genommen. Nur noch wenige Augenblicke, liebe Zuschauer, dann legen wir hier los. Es deutet alles auf ein klasse Spiel hin. Die Einschaltquoten sind ganz sicher auch heute wieder überragend. Weltweit schauen hunderte Millionen Fußballfans zu. Ich glaube, jeder hat so seinen Verein, zu dem er hält. Auch wenn es nicht der eigene Lieblingsclub ist, dieses Spiel lässt niemanden kalt. Final. Kein guter Volley. Ja, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Wir haben ja die Aufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. Kevin De Bruyne steht. Schreibt in die Kommentare, wenn ich so weitere Blitz. Videos machen soll. Das gibt's nicht. Und Barcelona geht in Führung. Aber Barcelona ist schon echt nicht schlecht. Das gebe ich selbst zu.
Wir sind als Mannschaft richtig gut unterwegs. Ach, ja, genau. So. Mann, wir können uns. Wir sind so aufpassen hinten. Mann! Das gibt's doch nicht so weit im Spiel. Das ist zu schwach. Moment. Moment. City ist es zu schwach. Ja, okay. Das wird richtig schwer, wie es aussieht. Schon 1-0 für Barcelona. Das wohnt sich ja so ein bisschen. Es hat eben noch nicht zum WM-Titel gereicht. Er hat ja 2014 ein tolles Turnier gespielt. Aber dann kam Deutschland. Guter Vorstoß jetzt. Langer Ball Richtung Aguero. Ach Mann. Die Flanke hat er. Okay, jetzt sind wir eher besser unterwegs. Gebe ich selbst zu, ich spiele jetzt viel besser. Finale der UEFA Champions League. Heute gibt's. Heute können beide Teams Geschichte schreiben. Und dann gucken wir uns mal an, wer hier vor allem. Aufpassen! Oh, zum Glück. Glück, das war richtiges Glück. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Es sieht gut aus, was Sie hier machen. Es bleibt zunächst mal. Ich hab Bock, Tore zu schießen. Oh, sie haben die ganze Zeit Glück. Das könnte schon 3-0 stehen. Wir sind jetzt hier zu schwach halt. Mein Vater ist doch so leicht, er finde ich. Oh, zum Glück. Und dann ist der Ball wieder weg. Manchester City ist weiterhin torlos in dieser Partie. Mann, das sieht nicht so gut aus. Rakitic. Pass von Rakitic. Messi. Ist das die Chance? Mann! Nicht schlecht, ehrlich. Spielstand 2-0. Der könnte aber ehrlich schon rein. Oh. Mann! Wenn er ein bisschen besser spielt, jetzt sieht er schon besser, oder? Ich bin ehrlich nicht schlecht. Lionel Messi. Boah, das ist krass. Ja, okay, ich bin gespannt, wie das war zu Halbzeit 2-0. Fehlerpass, Mann. Messi. Rakit. Pass von Rakitic. Suarez. Er verhindert die Flanke. Kann das hier noch kippen? Was glaubst du? Ich glaube, das Finale wäre...
Also ich werde, okay. Kann ich nichts mehr weiter dazu sagen? Oh, doch, 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 ich wechsle. Oder nicht? UEFA Champions League Finale. Jetzt geht's weiter. Wir gehen rein in Durchgang 2. Messi. Aber Barca hat eh auch stärkere Anzahlen als wir. Aber trotzdem. Oh, jetzt Agüero. Jetzt landet beim Gegenspieler. Agüero jetzt. Und nun Busquets. Barcelona verliert den Ball. Leroy Sané. Kun Agüero. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Klasse Leistung heute, er passt hinten auf. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Agüero. Stark gearbeitet. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Wir sind zu schwach für dieses Spiel, ehrlich, kann ich sagen. Und jetzt Griezmann. Das nächste Spiel wird Barca doch zu Hause spielen. Das ist ja doch gar nicht schwer zu gewinnen, aber müssen wir machen hier noch ein Tor. Dann rechnen wir jetzt bei den Toren ab. Sie führen die Ecke kurz aus. Okay, ich höre den Kommentator gerne zu, deswegen laber ich nicht so oft bei FIFA 20. 2020. Gut aufgepasst, da kommt der andere. Versucht er hier tatsächlich den Alleingang? Freistoß für Manchester City. Rakitic geht's. Seitdem liegt vorne, er hat ja eine gute Leistung gezeigt und kann auch sein Tor gemacht. Große Entscheidung bei diesem Freistoß und wir schauen mal genau hin, ob er es direkt versucht. Fernandinho. Klasse Technik. Und nun Jordi Alba. Jetzt ist es gefährlich. Und da die Flanke in Richtung Messi. Und die Situation geklärt. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Ja, okay, ein Video mache ich heute von FIFA 20. Ich hoffe, ja, wie das aussieht. Weil die Zeit, ich stelle sie so genau ein, aber trotzdem läuft sie länger. Also, deshalb muss ich früher Tschüss sagen. Aber jetzt doch, doch nicht. Nelson Semedo. Und nun Sterling. Agüero. Und er pfeift abseits. Abseits, Mann. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Ja, was kann er denn dafür? Mentator. Jetzt Jordi Alba. Jetzt kann er die Flanke reinschlagen. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Für die Barca-Fans ist der Fall klar. Der Sieg ist im Sack. Soweit sind wir noch nicht ganz, aber es sieht natürlich richtig gut aus für den FC Barcelona. Und naja, das Spiel ist gleich vorbei. Sergio Busquets. Und der Barca. In den freien Raum.
Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Mann, das sieht nicht gut aus. Riesmann am Ball. Rafinha. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Am langen Pfosten, aber Messi. Jetzt machen noch ein Tor und dann wird es mich so freuen, eigentlich nur ein Tor. Ein Tor nur, dann wird es okay sein. Ist ja klar, das Spiel ist komplett an ihm vorbeigelaufen. Wenn wir ehrlich, Wolf, das war richtig schwach. Und das wird viele Diskussionen. Er ist zum Held, war noch im Spiel. Mann! Das war einfach für den Torwart. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt nochmal 2 Minuten drauf. Wieder ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Barcelona über außen. Und jetzt haben sie den. Mann, wir haben verloren. Nichts mehr. Und diese Ausstellung hier zeige ich euch nochmal mit den Auswechselspielern. Das ist ein TV. Hier kann man erkennen, also es ist Torwart, Ersatztorwart, der Beste. Deswegen beenden wir das Spiel. Ja, beenden. Ihr wart auf dem Kanal Mr. German. Abonniert, macht Likes hoch. Tschüss, tschüss, ciao, ciao.